Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu GTA 5. Ich musste gerade kurz überlegen, welches Spiel, aber ist ja klar, Leute, ist ja klar. Bevor ich jetzt starte, kurz zwei Sachen gesagt. Ich habe gerade, also bevor ich den Part gestartet habe, die Radios ausgeschaltet, bevor ich irgendwelche Content-Treffer kriege und YouTube wieder rumheult manchmal. Passiert ja schon mal oft. Deshalb, ne, ich habe ein bisschen die Musik ausgemacht. Das heißt, wir werden leider kein Radio hören, aber gut. Muss man, dann kann man auch mitleben. Und zum anderen, vielleicht fragt ihr euch jetzt, mache ich das 100% oder mache ich es nicht? Definitiv nein. Ich habe es mal für mich privat versucht, 100% zu zocken. Ging auch eigentlich ganz gut. Das Problem ist einfach nur, es ist scheiße langweilig und so langwierig. Ich habe wirklich jedes UFO-Teil eingesammelt. Ich habe jede zerrissene Seite eingesammelt. Oh, Leute. Ich hang Jahre daran. Wirklich Jahre. Aber gut. Ich wollte mal kurz gucken, ob wir uns ein bisschen umziehen können, weil, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mir gefällt sowas ja schon eher. Das ist eigentlich eher mein Stil. So. Einfach so eine. Ja, ich nenne es mal Weste, aber es ist ja ein Sweatshirt. Oder ein Hoodie. Ne? Ich nenne es mal Weste, ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Ja, einen Anzug wollte ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe auch gar keine Anzüge. Ich glaube, ich bleibe einfach so. Obwohl, ne, Moment mal. Die Schuhe sind scheiße. Habe ich denn bessere? Das sind meine Schuhe. Das sieht mir doch schon alles viel besser aus. Das ist absolut mein Style. Und deshalb gehen wir so zu unseren. Alright. Franklin! I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Ja, klar. Ich kann jetzt schon ein Stuntflugzeug drin machen. Okay. Ja, wie gesagt, GTA Online wird keine Sorge, das wird alles noch kommen. Gib mir da wirklich ein bisschen Zeit. Ich will es ja jetzt nicht direkt starten. Ich habe momentan auch echt wenig Zeit. Ich schreibe nächsten Monat meine Abiturprüfungen und sowas. Gib mir da Zeit, Leute. Gib mir da ein bisschen Zeit. So. Aber wir fahren jetzt erstmal zum Chameleon. Den kennen wir ja. Muss ich in die andere Richtung oder? Ne, ich bin richtig. Alles gut. Ich versuche auch diesmal ein bisschen besser zu fahren. So, es müsste jetzt. Eigentlich. Aber das Radio dürfte jetzt eigentlich nicht laufen, selbst wenn jetzt ein Radiosender an wäre. Ich weiß es nicht. Ich kann das kurz mal ausprobieren. Ich. Alles klar, Leute. Ich habe euch gerade mal weggeschmissen. Ich habe mein Mikrofon gerade echt weggeschmissen. Wow, ich wollte nur die scheiß Fernbedienung aufheben und dann schmeiße ich mein Mikrofon weg. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht so laut gehört. Pass auf. Ich probiere das jetzt. Das kommt mein Radio. Ist alles gut. Ist alles gut. Alles ist gut. So, ich hatte jetzt gerade nur eine Hand frei. So. Okay. Hauptsache, ich schmeiße erstmal mein Mikrofon weg. So läuft das in meinem Business, Leute. Immer das Mikrofon wegschmeißen. Gut. Ups. Entschuldigung. Das hab ich gewollt. Passiert mir aber schon mal hin und wieder. Auch in Real Life? Nein. Oh! Das ist ein schöner Wagen, Alter. Den hätte ich gerne. So, Chameleon. Was gehen? Wo ist er denn, der Coole? Hey, what's up, Simeon? My dear boy. So good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are Employee of the Month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, then, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month.
you fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get What you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Ja, ja, da sind wir Mitarbeiter des Monats. Da ist ein bisschen Blut an meinem Wagen dran und deshalb nehmen wir uns einfach einen neuen, weil mein Wagen, der ist jetzt Schmutz. Das geht ja mal gar nicht. Und dann müssen wir halt ein neues Auto benutzen. Ist halt so, den will ich jetzt aber nicht direkt natürlich zum Kopf fahren. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? So, fahren wir her, erstmal ein bisschen vorsichtig. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Why do you... Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have a required surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Entschuldigung, Taxi. This whole setup designed to take drug money. All right, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. You love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. I'm gonna do it. Simeon, a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. You fall out, fools get capped, and then you start all over again with some other fool. Where the fuck you get that from? That ain't my life, dummy. So, da sind wir auch schon. Should be in one of the lockups down here. Should be is the story of your life, asshole. Da müssen wir anscheinend irgendein Motorrad rausholen. Do as I do, nigga. Na komm doch mal, beweg deinen Arsch, wenn du Angestellter des Monats werden willst. Hey, what's up, homie? You alright? No, away, away! Away from me! We're for Zappo agents! Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Mir gefällt die Scheiße auch überhaupt nicht. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? The Katze. It's a shady ass alley. Shit, we in Vespucci Beach. We on the wrong side of Vespucci Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. It's in one of these lockups. Okay, dann durchsuchen wir mal die Garagen. Mal schauen, wo wir das Gerät hier haben. Hier vielleicht? You think these nee. Tattoo motherfuckers gonna care we got a pink slip? It got to be this other one. If that wasn't it. Nee. Obwohl, wir können eine Couch mitnehmen. Ain't nowhere else it could be. Also ich wusste natürlich, dass die hier drinnen war, aber ich wollte es halt ein bisschen spannend machen, ne? Man, ain't this about a bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Yo, yo. Oh, shit. Vamos. Fucker. Fucking die. Come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Ja, wow, Lama, dein scheiß Ernst. Grab that heat. Was ist mit dir? Alright, alright. Warte, Moment, Moment.
Bam! Explosion! Headshot, glaube ich. Der ist schon mal. Mit dem ganz da oben, der ist auch weg. Oh oh. Okay, Benzinspur. Hey Brent. Oh, Lamar, renn da dort. Lamar! Alter! Kollege! Man, we only came here for a bite. And that a motherfucker is right there. Hey, nigga, come here, we got your pink slip. Let's get him. Steht denn das? Oh, der ist mit dem Motorrad weggefahren. Gut, dass wir so eine schnelle Karre haben, ne? Komm, dann mal beweg deinen scheiß Arsch jetzt. Ey, ich fahr jetzt gleich ohne dich. Also, geht doch. You crazy motherfucker. Why we have to pop all them people? You was there too. Boah. Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you started this shit, stupid. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you riding, stupid. Okay, 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 okay. Keine Sorge, Leute, wir kriegen ihn. Ja, ich sehe das doch auf der Map, Junge. Der entkommt uns schon nicht. Nicht mit dem Wagen. Vorne fährt er doch. Oh oh. Alles gar kein. Nein! Alles gar kein Problem hier. Natürlich geschmeidiger um die Kurven als ich. Oh nein, jetzt bin ich nach links. Ach du Scheiße. Das war fies. Okay. Na, Kollege, was willst du, hä? Was ist los mit dir? Ah, schön verfolgen. Kurz mal hin drauf rammen. Oh. Alter, was ist denn jetzt mit dem Motorradfahrer falsch? Oh, der wird dunkel. Zum hinten drauf fahren. Oh, ich habe seine beiden Rücklichter ab. Kaputt gemacht. Ich bin noch dabei, die Maschine zurückzuholen. Bin ich jetzt gerade bei Michael? Ne, ich bin nicht bei Michael. Das ist aber verdammt ähnlich. Darf ich den da runterballern? Ah, das war noch gar nicht das Motorrad, wo am Ende eine Cutscene kam. Ah! Sorry, das dachte ich nämlich gerade die ganze Zeit. Ich dachte, ich dürfte den nicht umbringen. Ups. Oh, das habe ich jetzt ein bisschen vergeigt. Das habe ich jetzt ein bisschen vergeigt. Dreck. Dann fahren wir jetzt einfach mal mit Vollspeed in den Rhein. So sieht's aus. Ist der Typ wenigstens tot? Ich hoffe es mal. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre der Typ, wo die Cutscene kam, aber das war der gar nicht. Jetzt muss ich 4 Kilometer zurückfahren. Verdammte Scheiße, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, mit dem Wagen kann man leider kein Wheelie ziehen. Mit dem Moped. Oh Mann, du Freunde, da tut mir jetzt schon wieder mega leid. Ich bin einfach ein bisschen durch. Ich bin einfach ein bisschen durch. Aber gut. Passiert. 3 Kilometer. Oh, doch, das Moped kann ganz schön schnell sein. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwas ramme, bin ich tot. Oh Mann, ich habe ein bisschen Schiss. Aber wenn es halt auf Fahrt kommt, kann ich ja immer noch Franklins Fähigkeit aktivieren. Oh Mann!
Oh Gott, Leute. Aber ihr seht, das ist ein anderes GTA-Projekt. Das ist ein anderes GTA-Projekt. Bei mir, ich spiele GTA anders. Ich spiele das scheiße. Andere spielen das gut. Was passiert denn jetzt? Ich bin mitten in der Mission gestorben. Oh, jetzt muss ich nochmal hinter den herfahren. Stark, Franklin! Stark! Aber jetzt weiß ich immerhin, dass ich den sofort töten darf, also ist das doch alles gar kein Problem. You know you're the designated. Let's get him, homie. I want to get paid. Paid ain't worth shit. Keine Sorge, Leute. 25 with an L. We auf Zeiten. Shit. That was your shit. Fault. This won't get away with going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. Scheiße. And whose fault is that, Mr. Hayes action movie box? Boah, ey, jetzt. Don't play the blame game. Just get on this shit. Also, kaum will ich mal ernst machen. Komm, ich den Wagen nicht gesteuert. Wow, wo kam das Motorrad denn auf einmal her? Es kann doch nicht wahr sein. Ich bin eben so gut gefahren. Und jetzt fahre ich purem Bullshit. Wieder hier rein. Der fährt da oben jetzt links. So. Dog, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on Innocent. Lamar fährt einfach weg mit dem Wagen. Der fährt einfach nochmal über das Motorrad drüber. Alles klar, Lamar, habe ich verstanden. Ist okay. Jetzt sind es wenigstens nur 2 Kilometer. Das ist ja schon mal gar nicht mal so schlimm. So. Jetzt bitte nirgendwo gegenfahren. Aber das sollte ich diesmal in den Griff bekommen. Das sollte ich diesmal hinbekommen. Dann fahren wir hier einfach mal geschmeidig um die Kurve. Wie ein junger Gott. Dann sind es auch nur noch 700 Meter. Wow, ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. Alright. Läuft doch alles. So, alles wie am Schnürchen hier. So, wir sind da. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Ach, Lamar. Aber wir haben es geschafft. Was? Story-Charaktere werden im Laufe der GTA 5-Story für den Regisseur-Modus. Rockstar Editors freigeschaltet. Ach so. Das Coole ist, ich bin direkt zu Hause. So, da ist hinten ist ein Framedown-Freak. Das machen wir natürlich auch noch. Keine Sorge, da steht es auch oben jetzt. Überall in San Andreas findest du Framedown-Freaks. Und so weiter und so fort. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt erstmal. Nein, ich wollte jetzt nicht ins Bad gehen, aber okay. Vielleicht waschen wir uns gleich mal. Sondern ich wollte eigentlich schlafen gehen. Wenn der Franklin Bock hat. Ah, da hat er Bock. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Ihr seht, ich spiele GTA total behindert und dumm. Aber das macht es vielleicht auch ein bisschen witzig für euch. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.